Mein Name ist Gerhard Schmiedl. Ich arbeite herum auf der Franz-Josefs-Höhe seit mittlerweile 40 Jahren und fühle mich da wie zu Hause. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von daheim in Österreich. Was für ein Empfang, unglaublich, bin ganz gerührt. Vielen lieben Dank. Sie sehen, von hoch oben ist gar nicht so leicht runterzugehen. Ich habe es geschafft, das beruhigt mich fürs Erste. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, unglaublich. Daheim in Österreich, ab sofort, jeden Tag aus einem anderen Ort, live für Sie zu Hause. Wir sind jetzt noch näher an den Menschen dran. Wir bringen noch mehr Regionalität zu Ihnen nach Hause. Und schön, dass Sie heute bei dieser ersten Sendung mit dabei sind. Und da haben wir uns einen besonderen Platz ausgewählt. Wir sind am Großglockner, die Franz-Josefs-Höhe, von 2400 Metern. Und es ist ein Traumwetter. Es sind unglaublich viele Menschen zu uns gekommen. Und ich freue mich sehr, zum Beispiel auch über die Christine aus St. Pölten und der Lothar aus Köln. Schön, dass Sie da sind. Christine, wieso kommen Sie darauf? Mein Mann hat denn zum Geburtstag dieses Geschenk gekriegt auf der Edelweißhütte. Wir sind jetzt 3 Tage da, haben wirklich Glück mit dem Wetter. Na super. Und jetzt schauen Sie da daheim in Österreich. Haben Sie gewusst, dass wir heute kommen? Nein, haben wir nicht gewusst. Wir sind zufällig jetzt darüber gefahren und haben einmal geschaut, was es da gibt. Super. Schön, dass Sie da sind. Lothar, Sie sind weiter angereist. Sie schauen sich Österreich ein bisschen an und den höchsten Punkt? Schon seit 1970, würde ich sagen. Mittlerweile schätzungsweise zum 40. Mal auf jeden Fall. Also eigentlich haben wir hier schon eine Steuernummer. Okay, das heißt, Sie kennen eh Österreich schon wie Ihre Westentasche, oder wie? Jeden Wanderweg im Umkreis von 10 Kilometern mindestens. Und wir fühlen uns hier einfach zu Hause. Schön, dass Sie da sind. Sie sind auch ein bisschen daheim schon bei uns, so wie es ausschaut. Ja, ich freue mich sehr. Sie sehen also, die Menschen kommen auf unterschiedliche Art hierher. Die einen fahren mit dem Radl rauf, so wie mein Kollege Lukas Schweighofer. Andere wandern hier, die meisten kommen mit dem Auto. Ja, und andere, die kommen mit dem Hubschrauber. Aber das nicht ohne Grund. Hier gibt es jetzt eine Hubschrauberlandung und da sitzt eine ganz liebe Kollegin von uns drinnen, eine große Österreicherin, die auch einmal ins Ausland gezogen ist, um dort viel Erfolg zu haben. Wir freuen uns sehr über Schauspielerin Sabine Petzl. Und nicht nur die ganz großen Österreicher wollen wir Ihnen heute präsentieren, die viel für Österreich getan und geleistet haben, wie zum Beispiel Franz Klammer, Annemarie Moser-Bröll, DJ Ötzi, ja alle sind sie heute bei uns. Nein, es geht auch um die Helden des Alltags, jene, die in ihren Bereichen ganz, ganz viel gemacht haben und ganz groß geworden sind. Ja, und da steigt sie auch schon aus, die Sabine Petzl. Ich freue mich sehr, mitgebracht hat sie auch die Susi, ihren Hund, und in Kürze werden, wie Sie es jetzt gerade sehen können, die beiden ja, zu uns herlaufen. Wir haben ein schönes Platzl für Sie vorbereitet. Hallo liebe Sabine, schön, dass du da bist und wir freuen uns ganz großartig auf dich und auf unser Gespräch. Und jetzt möchte ich Ihnen die Hochalpenstraße mal vorstellen, die Großglockner Hochalpenstraße, die kann man seit 1935 bequem, eben über die Hochalpenstraße kann man hier raufkommen und das ist eine der größten und tollsten Erlebnisstraßen bzw. Touristenattraktionen, die das Land zu bieten hat, und jährlich kommen hier über 1 Million Besucher rauf. Und was es da für eine Faszination gibt und wie das abläuft, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die berühmteste Alpenstraße Österreichs, die Großglockner Hochalpenstraße, schlängelt sich 48 Kilometer quer durch die hohen Tauern. Bei einem Höhenanstieg bis auf 2500 Meter führt die Panoramastraße mit 36 Kehren mitten ins Herz des Nationalparks Hohe Tauern zum Großglockner. Er ist der König der Berge im Land der Berge, der Großglockner. Mit einer Höhe von 3.798 Metern ist er der höchste Gipfel Österreichs. Hier drehte Reinhard Fendrich 1989 den Videoclip I Am From Austria. Am 30. August 1930 wurde mit dem Bau der Großglockner Hochalpenstraße begonnen. Eine Nord-Süd-Verbindung, die Salzburg mit Kärnten verbindet. Erbauer Franz Wallack trassierte nicht die kürzeste Strecke über die Tauern. Die Glocknerstraße sollte eine architektonische Landschaftsmalerei werden. Am 3. August 1935 wurde die Panoramastraße eröffnet und zog rasch Besucher aus dem In- und Ausland an.
Nur einen Tag nach der Eröffnung fand das erste internationale Großglocknerrennen mit Motorrädern und Automobilen statt. Jedes Jahr nach der Wintersperre von November bis April muss die höchstgelegene Passstraße Österreichs vom Schnee befreit werden. In den Anfangsjahren wurden die Schneemassen händisch beseitigt. Heute kämpfen sich Spezialfräsen durch den Schnee. Die reizvolle Reiseroute durch den Nationalpark Hohe Tauern entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen Österreichs. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder motorisiert, es gibt viele Wege, den Großglockner zu bezwingen. Rasend schnell bergab oder auf zwei Händen hinauf. Als besonderer Höhepunkt gilt die Kaiser-Franz-Josef-Höhe beim größten Gletscher Österreichs, der Pasterze. Heute besuchen 1 Million Menschen pro Jahr den Großglockner. Die Großglockner-Hochalpenstraße wurde als erste Straße Österreichs 2015 unter Denkmalschutz gestellt. 2018 könnte die imposante Panoramastraße UNESCO-Welterbe sein. Und die echten Sportler, die kommen mit dem Fahrrad hier rauf. Mit dabei Lukas Schweighofer, unglaublich, und unser zweimaliger Österreich-Rad-Rundfahrtsieger Gerrit Glomser. Ich bin begeistert. Schön, dass du da seid. Gut geschaut, Lukas. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Okay, ich hab den Gerrit mitgehabt und super. Fast ganz Österreich hinter uns. Ja, wirklich. Danke an alle Sportler, die es wirklich, wie viel war das? Über einige Leute, unglaublich. Du, ich habe dann aufgehört zum Zählen eigentlich, aber es waren gut 20, und das Schöne ist, aus allen Teilen des Landes. Wir haben fast alle Bundesländer versammelt. Wir haben von Wien, wo ist der Wiener? Da, ja, da aus, ist er. Aus Südtirol sogar angereist. Vielen Dank, ihr wart's großartig. Das ist euer Applaus. Dankeschön. Echt cool. Aber jetzt will ich natürlich einmal vom Profi wissen, wie es dem Lukas gegangen ist auf diesen 17 Kilometern. Ihr wart ja total flott unterwegs. Sag nichts Falsches, bitte, Gerrit. Gerrit, komm, erzähl, Hand aufs Herz. Ich werde den Lukas, glaube ich, als Weihnachtsgeschenk heuer eine Lizenz lösen. Was heißt das jetzt? Der muss jetzt professionell Auto fahren. Er hat sich wacker geschlagen, wir haben ein bisschen Zeit gehabt zum Quatschen entlang des Weges, und das war nicht unsere letzte Aktion. Ja, super. Jetzt sagt es einmal kurz, es ist ja fast schneller gegangen als erwartet, oder? Ich habe es heute in der Früh schon gesagt, du weißt nicht genau, dauert es 2 Stunden, 3 Stunden? Ja, genau. Wie wir lange? Sind um 2 gestartet, unten in Heiligenblut, sind dann hochgefahren und haben relativ schnell gemerkt, dass wir sehr schnell unterwegs sind, weil das einfach Tiptop-Sportler da hinter uns sind. Und ja, dann sind wir die eine Kehre, die nächste Kehre und so rauf und so weit. Und dann haben wir gemerkt, es dauert relativ, es geht einfach zu schnell. Wir haben dann ein paar Pausen eingelegt, damit wir rechtzeitig da sind. Ich finde das super. Ja. Was war die größte Herausforderung? Das Treten wahrscheinlich. Wirklich? Ja, das zu koordinieren? Dass man bei der Mautstelle diese 3 Meter trifft. Okay, ja. Lukas, das war doch sicher kein Problem. Und für dich war das eine Spazierfahrt heute, nehme ich an, oder? Ich meine, wenn man, du bist ja sozusagen Mister, der Großglockner König. Diese Etappe, da warst du immer einmal der Schnellste bei der Rotradrundfahrt, Gerrit. Ist schon wieder ein paar Jährchen her. Aber de facto ist sowas mittlerweile schöner für mich zu machen. Es ist mehr Erlebnis. Mhm. Und genau das ist ja das Wertvolle an der Geschichte. Da waren ein paar Premierenteilnehmer, die auf 2 Rädern den Großglockner bezwungen haben. Sind super dankbar, und so hat mir Spaß gemacht. Ja, super. Ich freue mich. Super, dass du es so toll geschafft hast. Lukas, ja, nur auffahren, das geht nicht. Arbeiten ist jetzt angesagt. Das stimmt, so ist es. Wir haben ja eine Sendung zu moderieren. Ja, wir machen mir ein bisschen frisch. Bitte, mach dich fesch. Bist eh schon so schön. Ja, wir werden sie jetzt wöchentlich, täglich sozusagen, immer wenn der Lukas in der Früh dran ist, dann ist der Lukas am Abend dran. Heute bin ich, aber du hilfst mir heute ein bisschen, unsere erste Sendung machen wir gemeinsam. Sehr, sehr gerne. Wirf dich in Schale und komm dann zum Interview. Super. Und ich danke nochmal ganz herzlich auch an alle Radfahrer, Gerrit Glomser. Danke an euch. Danke dir. Danke vielmals. Und ich freue mich jetzt noch ganz schnell, den Herrn Hördl bei mir begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr. Johannes Hördl, Sie sind sozusagen der Hausherr. Ihnen gehört diese Straße. Was muss man denn beachten, wenn man diese Großglockner Hochalpenstraße fährt? Ja, erstens mal herzliches Grüß Gott hier auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Wir sind hier am Fuße des Großglockners im Herzen der Hohen Tauern. Das ist der größte Nationalpark Mitteleuropas und des gesamten Alpenbogens. Es ist was Besonderes, hier zu sein, und ich freue mich, dass ihr hier den Start macht.
Was muss man hier beachten? Wir befinden uns im größten Nationalpark der Alpen, wie gesagt. Es ist eine besondere, sensible Umweltsituation und wir versuchen halt dem Rechnung zu tragen, so gut wir können. Wir haben hier vorne gerade 4 Ladestationen gemeinsam mit der Tesla eröffnet. Das sind die höchsten Ladestationen für Elektromobilität der Welt und diese Themen sind für uns wichtig. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass so viele gekommen sind und schauen wir, dass wir alle wieder gut runterkommen. Ich danke Ihnen. Vielen lieben Dank, Herr Haber. Dankeschön. Und jetzt kommen 2 Große auch zu mir. Einer hat schon viele Berge erklommen. Es ist der liebe Peter Hablinger. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen Habeler. Guten Abend. Und es ist der Herr Sundinger von der Bergwacht bei uns. Und der Berg hat natürlich eine Faszination, diese Schönheit, wenn man da raufschaut. Aber der Berg, der birgt auch Gefahren, oder? Ja, natürlich. Aber die Location könnte nicht besser sein. Das steht außer Frage. Und ich glaube, die ganzen Menschen, die hier oben sind, die freuen sich über den Glockner, die freuen sich über diese tolle Sendung. Und mir geht es natürlich als Bergsteiger, geht mir da oben das Herz auf. Das glaube ich Ihnen. Sie sind natürlich heute nicht zu Fuß raufgekommen, nehme ich an. Aber wie oft waren Sie denn? Wie oft haben Sie den Glockner schon bestiegen? Ja, das gibt es die Kalsa und die Heiligenbluter Bergführer, die sind 400-500 Mal, aber ich glaube, ich weiß nicht, das ist ja ein Witz. 10-mal vielleicht oder 20-mal. Kann man jetzt sagen, nachdem Sie hier schon Mount Everest waren, ist das ein Klacks oder wie? Nein, nein, das ist kein Klacks. Das ist der Glockner ist der österreichische Mount Everest. Das ist ja fast 4000 Meter hoch. Man hat noch keine Sauerstoffprobleme natürlich, wie es am Everest der Fall wäre. Aber es ist ein wunderschöner Berg, von der Kärntner Seite zu besteigen, von der Osttiroler Seite zu besteigen. Und da sieht man Sie jetzt auch am Berg. Diese Bilder müssten wir jetzt gerade sehen. Aber da muss man natürlich auch wirklich gut aufpassen. Und Herr Sundinger, Sie von der Bergwacht, von der Bergrettung, was ist denn da sozusagen ja, die Gefahren? Was unterschätzen denn die Menschen am ehesten, wenn sie auf den Berg gehen? Ich bin der Umann von den Bergführer Heiligen Blut. Aber wenn Sie mich über die Bergrettung fragen, natürlich sind wir momentan in einer Zeit, die Gletscher gehen zurück. Es ist eine unglaubliche Veränderung in der Natur im Gange. Aber mittlerweile habe ich schon gemerkt, also die Leute haben ein sehr hohes Sicherheitsbewusstsein gekriegt. Auch dank der Medien. Die haben so viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und da darf man nicht aufhören. Da müssen wir alle wieder nachsetzen und nachstoßen und sagen, schaut, passt auf und. In der Richtung weiterarbeiten. Was ist denn so, immer neben dem Rüstzeug sozusagen, dass man wirklich eine gute Ausrüstung mit hat? Der Berg überrascht dann ja wettermäßig vor allem sehr stark, oder? Ja, mein Gott, man muss ja mal vorbereiten, bevor man auf den Glockner zum Beispiel steigt. Man muss Kondition schinden. Ja. Man braucht von der Ausrüstung das notwendige Steigeisen, Pickel braucht man, Seil natürlich auch. Und man braucht da eine gewisse Freude. Man muss diesen inneren Schweinehund überwinden, der ja in uns allen wohnt. Und dann gibt es natürlich die Bergführer, die Heiligen Blut oder die Kalsa, wie ich schon erwähnt habe. Und die führen die Leute, Männlein, Weiblein, groß und klein, gut auf dem Gipfel. Und wieder runter. Gibt es auch diejenigen, die wirklich aufgeben müssen auf der Strecke? Ja, natürlich gibt es das. Kommt auch immer wieder vor. Logisch, ja. Aber ich darf nur einen Satz erwähnen, einen halben. Ich bin heute so wahnsinnig stolz, dass ich neben Peter Haberler stehen darf. Das war mein Ausbildungsleiter in der Bergfahrerausbildung 1975. Vielen Dank und er hat was gemacht aus uns. So schön ist mein Geburtsjahr. Finde ich super. Ich danke Ihnen, die Herren. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und der Lukas, der hat sich aus dem Raddress noch nicht ganz rausgeworfen, aber er hat 2 große Österreicherinnen jetzt bei sich. Ja, die beiden sind beide durch sportliche Höhenflüge bekannt geworden. Mich freut es sehr. Es ist eine Ehre für uns, dass Sie heute hier zu Gast sind. Vorstellen braucht man Sie eigentlich nicht groß, denn schauen Sie sich an, die Namen, die Gesichter kennt man. Die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten, Annemarie Moser-Bröll und der Skikaiser, Olympiasieger, Weltmeister Franz Klammer. Willkommen auf der Franz-Josefs-Höhe. Schön, dass ihr da seid. Es freut uns natürlich auch, dass wir da sein können. Du, Franz, wir haben gerade geplaudert. Eigentlich hättest du ja mit rauffahren können mit dem Radl. Das ist zu anstrengend für mich. Ich bin einmal aufgefahren und das hat mir gereicht. Also nach der Maut geht es mir zu steil. Ich habe ein schlechtes Verhältnis. Schwer und zu wenig Kraft. Also bin ich so leicht wie der Gary oder du. Aber du warst am Gipfel oben vor kurzem. Letztes Jahr oben, ja. Und das war so windig, dass man die einzige am Gipfel war. Ja. Das war ein unglaubliches Erlebnis, der schönste Tag überhaupt. Und dann sind wir von herum von Glocknerleitl mit den Ski abgefahren. Das war wirklich ein Erlebnis. Ja. Wir sehen da auch noch Bilder deiner Karriere. Jeder erinnert sich 1976 Innsbruck. Jetzt haben wir uns gedacht, am Glockner kommen 3 Bundesländer zusammen. Tirol, Kärnten,
Salzburg. Wir lassen drei Skilegenden aufeinandertreffen. Sie sehen es, zwei davon sind hier. Karl Schranz haben wir auch eingeladen, der liegt aber leider kränklich zu Hause. Von dieser Stelle schöne Grüße und gute Besserung, Herr Roben. Ja. Also Karl, alles Gute. Gell? Alles Gute, also du gehst Karl. Schon ab da oben, da, ja. See, wo, schon ein wo bisschen, Kärnten, gell? Tiroler und Salzburg zusammentreffen. Genau. Wir reden ja heute den ganzen Tag schon über Heimat empfinden. Ich habe mir gedacht, wir drehen das Ganze jetzt einmal um und ich frage euch, während ihr das Land berühmt gemacht habt, positive Beispiele wart für das Land, hat auch das Land für euch was getan? Seid ihr irgendwie dankbar jetzt im Hinblick auf früher? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar. Ich denke da zurück an die ganzen Empfänge, was gemacht worden sind von der Gemeinde, die Empfänge vom Land, ist die Ehrungen, was wir gekriegt haben und die Leute sind hinter uns gestanden und das war das Wichtigste und das Schönste. Damals dich auch schon als junges Mädchen bist du in den Ski-Weltcup-Zirkus eingestiegen, schon unterstützt. Wie schaut das bei dir aus? Franz, ich denke mal, Trainingsbedingungen gibt es wahrscheinlich weltweit eh keine besseren. Nein, es gibt super Bedingungen. Ich habe da zum Beispiel gleiten gelernt am Glockner, da am Vollpichel sind wir um 4 in der Früh aufgefahren, also mit dem Auto gerade, ja. Weil die Straßen freigemacht waren und dann haben wir da gleiten gelernt. Ich habe da so ein Lamperlen oben gehabt und da habe ich das dann irgendwann zusammengebracht. Dann bin ich auch so schnell gefahren wie die Annemarie. Ja. Annemarie, schauen wir ein bisschen in die Gegenwart, wie es euch jetzt so geht. Du lebst in Kleinaal, bist leidenschaftliche Jägerin, viel in der Natur unterwegs. Was aber viele nicht wissen, du hast ein 8 Monate altes Kind. Ich habe ein 8 Monate altes Kind, ja. Das ist eine Brandelbracke. Und Brandelbracke? Eine Brandelbracke, ja. Wie schaut der aus? Schwarz-braun. Okay. Und da gibt es die steirische Bracke. Ja. Und ja, natürlich ein großes Erlebnis, ja. Mit der zu arbeiten und das Schöne dann, sie bei der Jagd eben mitzuhaben als Begleiter. Mhm. Und dann, wenn einmal ein Schuss nicht so sitzt, dass man hilft bei der Nachsuche. Sehr gut. Ihr habt mir erzählt, ihr trefft euch hin und wieder, zuletzt beim 85. Geburtstag von Charlie K. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen wissen, was du gegenwärtig machst. Ich sehe oft Bilder vom Golfspielen, vom Radlfahren, vielleicht auf den Berg gehen. Was ich mir bei der Recherche gedacht habe, dein Olympiasieg ist 41 Jahre her und man kennt dich aber trotzdem noch. Warum, glaubst du, ist es so? Und man mag dich vor allem. Naja, wahrscheinlich haben die Leute das Skifahren ganz gern gesehen, weil ich habe ein bisschen umgerudert und ich habe zu jedem Grüß Gott gesagt, beim Runterfahren irgendwie so gewackelt und so weiter. Ja, und ich glaube, die Leute sehen meinen Lauf immer wieder und so, deshalb bleibe ich den Menschen in Erinnerung. Olympia 76. In der Heimat ganz was Großes, jetzt wird aktuell wieder diskutiert. Soll Tirol Olympische Spiele 2026 holen bzw. ausrichten? Hat das damals was gebracht oder anders gefragt, wird es jetzt wieder was bringen? Ja, ich glaube, auf jeden Fall bringt es was. Also wir haben uns mit Klagenfurt versucht zu bewerben, ist nicht gelungen. Mit Salzburg ist nicht gelungen. Jetzt wäre Innsbruck dran. Also ich wäre froh, wenn das wäre. Ich glaube, Olympische Spiele wären für so ein Land wie Österreich sehr, sehr wichtig. Könnten wir dich überreden, dass du nochmal antrittst? Bei was? Aber nicht mehr beim Fahren, oder? Wir überlegen uns eine Disziplin. Ja, okay, gut. Ja. Lieber Franz, liebe Annemarie, vielen Dank fürs Vorbeischauen bei uns hier oben. Dankeschön. Danke. Eva, zu dir. Danke, Lukas. Danke, lieber Franz Klammer. Danke, liebe Annemarie Moser-Bröll. Und sie ist auch gut angekommen, das haben wir schon gesehen. Sabine Petzl, sie ist gelandet mit dem Hubschrauber. Muss man dazu sagen, nicht ohne Grund. Ich glaube, wir alle erinnern uns an Medicopter 117, die Serie, mit der du groß geworden bist. Genau, das war ein ganz, ganz unglaublicher Hype damals und war ja wirklich meine erste ganz, ganz große Rolle. Und man möchte nicht glauben, wie sehr das immer noch in Erinnerung ist bei allen. Ist es. Wow. Ich finde nur so toll, weil heute fliegt die Susi mit deinem Hund und die war so cool. Die ist eingestiegen und wieder ausgestiegen und nichts ist passiert. Die Susi ist der entspannteste Golden Retriever von hier bis Timbuktu, glaube ich. Super Susi. Die ist heute das allererste Mal Hubschrauber geflogen, eingestiegen, hat sie hingelegt, hat gesagt, kommt jetzt noch irgendwas Aufregendes? Ja, schaut, ich weiß, wovon du warst, auf den Käse, den die Mama eingesteckt hat. Gell? Der ist in der Tasche, aber den brauchen wir gar nicht. Sie ist so cool. Ja. Du, ich bin ja so froh, dass Sabine Petzl jetzt einmal hier mit Eva Pölzl sitzt. Weißt du eigentlich, dass ich immer mit dir verwechselt werde? Mir geht es auch immer wieder so. Unsere Namen, gell? Also das ist die Eva Pölzl. Und das ist die Sabine Petzl. Genau. Dunkel sind wir auch beide, du hast braune Augen. Braune Augen.
Wir schaffen den Unterschied. Liebe, du bist ja auch eine Heimkehrerin. Du bist wieder zurück in die Heimat nach vielen Jahren in Deutschland, in Norddeutschland. Ja. Und da zieht es dann auch schon wieder nach Hause, oder? Absolut. Also ich muss sagen, nach 7 Jahren Norddeutschland war eine derartige Sehnsucht nach zu Hause wieder da, nach dieser Weichheit, nach der Weichheit der Sprache, nach dem ganzen Charme, nach ein bisschen Schnörkel. Und darum ist es jetzt auch zunächst einmal Salzburg geworden. Ja, du lebst eigentlich im Grünen, mitten im Grünen? Ja, ja, wir leben im Süden von Salzburg, haben es dort wunderschön. Mein Sohn geht da zur Schule und ist auch sehr glücklich. Also Herz, was willst du mehr? Ja, das heißt, man kann sagen, du bist wieder angekommen. Ja, angekommen im wahrsten Sinne. Also wirklich mit jeder Faser meines Herzens angekommen und sehr glücklich, sehr zufrieden. Ja, läuft schön. Alles. Super. Du bist auf Tour im Moment. Kipuki, Kinderbuch-Kino. Ja, Kipuki, das Kinderbuch-Kino, ist in diesem Jahr sehr, sehr intensiv auf Tour durch ganz Österreich, was mich sehr freut, weil es mein Herzensprojekt ist. Und für dieses Herzensprojekt wollte ich schon viele Jahre lang so richtig Zeit haben. Und jetzt kann ich mich dem Ganzen halt richtig gut widmen. Es ist eine wertvolle, schöne Sache. www.kipuki.at, wer es noch immer nicht kennt. Und 2018 geht es noch weiter. Super. Schön, dass du heute bei uns bist. Bist du schon mal auf Goldsuche gegangen? Hast du mal Gold gewaschen auf Goldsuche? Nein. Nein, ja, dann sage ich dir jetzt was. Das kann man nämlich hier tun, ganz in der Nähe. Ja, das ist ziemlich super. Nämlich hier im Gemeindegebiet von Heiligen Blut gibt es mancherorts, erst einmal ist da deutlich ruhiger, das muss man auch mal dazu sagen, aber vor allem hier gibt es in einem kleinen Seitental sozusagen noch den Goldrausch des Mittelalters. Eine ganz besondere Sache. Und Raimund Granögger ist ein Veteran des Golds, so kann man das sagen, in Heiligen Blut. Und dieses Metall, dieses Edelmetall, spielt in seinem Leben eine ganz große Rolle. Raimund Granögger ist mit seinen 85 Jahren so etwas wie der Urvater des modernen Goldwaschens am Fuße des Großglockners. Seit 45 Jahren geht er diesem Hobby nach. Einst war das Goldwaschen die Suche der einfachen Leute nach dem großen Glück. Damals haben die Bauern einen kleinen Nebenerwerb gehabt, weil da haben die Bäuerinnen, die Frauen auch können ein bisschen mitmachen, weil das Goldwaschen ja keine schwere Arbeit ist, sondern eine intensive Arbeit. Man muss viel, viel schwimmen im Bach, um zu einem Gold zu kommen. Reich sei damit allerdings niemand geworden. Was wirklich gefunden wurde, wird aber nie jemand erfahren. Ich habe ein bisschen was jedes Jahr gefunden. Ob es jetzt 5 Gramm waren oder 20 Gramm, das war eine Glückssache. Aber ein bisschen was habe ich immer gefunden, außer in den letzten paar Jahren. Da war es ganz wenig. Das sogenannte Seifengold, das hier im Fleißbach seit Jahrhunderten aus dem Flussschlamm gewaschen wird, ist gewissermaßen ein Abfallprodukt des einstigen Goldrauschs auf der Kärntner Seite der Hohen Tauern. Er geht auf die Römer und Kelten zurück. So eine Hochblüte hat der Goldbergbau aber im Mittelalter erlebt, als Gewerkenfamilien hier etwa 10% des weltweiten Golds abgebaut haben. Zu Ende gegangen ist die goldene Ära mit der Entdeckung Amerikas, denn dort war der Abbau wesentlich leichter und billiger als in den 200 Stollen im Tauerngebiet. Goldwaschen ist heutzutage hauptsächlich eine Attraktion für Touristen. Das Goldgräberdorf hier ist auf Initiative von Raimund Granögger entstanden, damals noch als Leiter des Tourismusbüros. Und dort ist noch einer gekommen aus Wien, ein gewisser Rudolf Franz Ertl. Der ist zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, bei euch könnte man Gold waschen. Und er denkt, was will denn der sagen, was man bei uns kann als Werner? Ich weiß wohl selber, was wir können, am Glockner gehen können. Dann habe ich gesagt, ja, nachher zeigen wir das einmal, was das ist. Dann sind wir da aufgegangen in den kleinen Fleißbach. Dann hat er mir gezeigt, was das Goldwaschen ist. Und ich habe auch sogar was gefunden. Dann war ich von erster Minute an so begeistert, dass ich gesagt habe, das ist der nächste Schlager, was wir für den Fremdenverkehr da in Heidenburg haben. Noch heute gibt der gelernte Goldschmied sein Wissen an die Touristen und die Ortsjugend weiter. Wenn man es richtig gemacht hat, dann bleibt zum Schluss ein Gold übrig. Und wie sollte es bei einem wahren Experten anders sein? Er findet sogar heute noch ein paar Flunkerl an Gold, wie es hier heißt.
Gold ist auch der Altar in der Pfarrkirche des heiligen Vinzenz in Heiligenblut. Kein Wunder, dass sich Raimund Granöcker hier wohlfühlt. Seit 57 Jahren spielt er die Kirchenorgel. Doch nicht der Weihrauchdunst hält den 85-Jährigen so fit, wie er immer noch ist, sondern das eiskalte Wasser des Fleißbachs. Ich gebe da schon ein bisschen die Schuld, dass ich da mein Leben, fast mein Leben da am Bach verbracht habe. Weil man weiß auch heute schon, dass es die gesündeste Luft gibt bei den Wasserfällen. Durch die Verstäubung des Wassers. Und ich darf fast wetten, dass ein rinnender Bach genauso viel frisch und Sauerstoff bringt, sodass man verhältnismäßig gut über die Runden kommt mit Neutag. Möglicherweise liegt es aber auch an der positiven Lebenseinstellung, die beim Musizieren mit den Freunden aus dem Goldgräberdorf nicht zu übersehen ist. Ja, so viele Menschen sind heute zu uns gekommen, hier auf die Franz-Josefs-Höhe am Großglockner. Und ein großer Österreicher steht jetzt neben mir. Und ich weiß, für das bist du viel zu bescheiden, als dass du dich jetzt von mir als großen Österreicher bezeichnen lässt. Aber es ist so. Es gibt sicher viel, viel größere. Erstens, und ich glaube, ich lebe in meiner Demut und in meiner Dankbarkeit, aber es ist so toll, dass ich heute da sein darf, dass ich heute mit dabei sein darf bei der Premiere eigentlich, ja. Und ich bin einfach nur happy. Ja, und wir erst. So schön. DJ Ötzi heute bei uns. Nicht nur ein großer Österreicher, ein Mann für Amore. Und den hat er mitgebracht. Mein Name ist Gerhard Schmiedl. Ich arbeite herum auf der Franz-Josefs-Höhe seit mittlerweile 40 Jahren und fühle mich da wie zu Hause. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von daheim in Österreich. Was für ein Empfang, unglaublich, bin ganz gerührt. Vielen lieben Dank. Sie sehen, von hoch oben ist gar nicht so leicht runterzugehen. Ich habe es geschafft, das beruhigt mich fürs Erste. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, unglaublich. Daheim in Österreich, ab sofort, jeden Tag aus einem anderen Ort, live für Sie zu Hause. Wir sind jetzt noch näher an den Menschen dran. Wir bringen noch mehr Regionalität zu Ihnen nach Hause. Und schön, dass Sie heute bei dieser ersten Sendung mit dabei sind. Und da haben wir uns einen besonderen Platz ausgewählt. Wir sind am Großglockner, die Franz-Josefs-Höhe, von 2400 Metern. Und es ist ein Traumwetter. Es sind unglaublich viele Menschen zu uns gekommen. Und ich freue mich sehr, zum Beispiel auch über die Christine aus St. Pölten und der Lothar aus Köln. Schön, dass Sie da sind. Christine, wieso kommen Sie darauf? Mein Mann hat denn zum Geburtstag dieses Geschenk gekriegt auf der Edelweißhütte. Wir sind jetzt 3 Tage da, haben wirklich Glück mit dem Wetter. Na super. Und jetzt schauen Sie da daheim in Österreich. Haben Sie gewusst, dass wir heute kommen? Nein, haben wir nicht gewusst. Wir sind zufällig jetzt darüber gefahren und haben einmal geschaut, was es da gibt. Super. Schön, dass Sie da sind. Lothar, Sie sind weiter angereist. Sie schauen sich Österreich ein bisschen an und den höchsten Punkt? Schon seit 1970, würde ich sagen. Mittlerweile schätzungsweise zum 40. Mal auf jeden Fall. Also eigentlich haben wir hier schon eine Steuernummer. Okay, das heißt, Sie kennen eh Österreich schon wie Ihre Westentasche, oder wie? Jeden Wanderweg im Umkreis von 10 Kilometern mindestens. Und wir fühlen uns hier einfach zu Hause. Schön, dass Sie da sind. Sie sind auch ein bisschen daheim schon bei uns, so wie es ausschaut. Ja, ich freue mich sehr. Sie sehen also, die Menschen kommen auf unterschiedliche Art hierher. Die einen fahren mit dem Radl rauf, so wie mein Kollege Lukas Schweighofer. Andere wandern hier, die meisten kommen mit dem Auto. Ja, und andere, die kommen mit dem Hubschrauber. Aber das nicht ohne Grund. Hier gibt es jetzt eine Hubschrauberlandung und da sitzt eine ganz liebe Kollegin von uns drinnen, eine große Österreicherin, die auch einmal ins Ausland gezogen ist, um dort viel Erfolg zu haben.
Wir freuen uns sehr über Schauspielerin Sabine Petzl. Und nicht nur die ganz großen Österreicher wollen wir Ihnen heute präsentieren, die, die viel für Österreich getan und geleistet haben, wie zum Beispiel Franz Klammer, Annemarie Moser-Bröll, DJ Ötzi, ja alle sind sie heute bei uns. Nein, es geht auch um die Helden des Alltags, jene, die in ihren Bereichen ganz, ganz viel gemacht haben und ganz groß geworden sind. Ja, und da steigt sie auch schon aus, die Sabine Petzl. Ich freue mich sehr, mitgebracht hat sie auch die Susi, ihren Hund, und in Kürze werden, wie Sie es jetzt gerade sehen können, die beiden ja, zu uns herlaufen. Wir haben ein schönes Platzerl für Sie vorbereitet. Hallo liebe Sabine, schön, dass du da bist, und wir freuen uns ganz großartig auf dich und auf unser Gespräch. Und jetzt möchte ich Ihnen die Hochalpenstraße mal vorstellen. Die Großglockner Hochalpenstraße, die kann man seit 1935 bequem eben über die Hochalpenstraße kann man hier raufkommen. Und das ist eine der größten und tollsten Erlebnisstraßen bzw. Touristenattraktionen, die das Land zu bieten hat. Und jährlich kommen hier über 1 Million Besucher rauf. Und was es da für eine Faszination gibt und wie das abläuft, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die berühmteste Alpenstraße Österreichs, die Großglockner Hochalpenstraße, schlängelt sich 48 Kilometer quer durch die... Ah! Oh. Ah! 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 Ah, Mann, für... More! Ah, super! Hey! So cool! DJ Ötzi, bitte, unglaublich! Wow. Ja, du rockst jeden Gipfel, auch den Großglockner, so wie es ausschaut, unglaublich. Wow, es ist so, es ist, wie soll ich sagen, es ist sowas Besonderes, weil eben Gipfeltour, es, dann die Leute haben so eine Gaudi und ja, ist einfach super heute. Ich meine, ich bin so echt, schön, dass du da bist. Es ist positiv berührt, echt. Wunderbar, es ist echt so schön, und ich weiß das sehr zu schätzen, du hast deinen Urlaub unterbrochen, ja, für diesen Auftritt hier, und wir freuen uns, und du siehst, alle freuen sich, alle gehen mit und haben eine Riesenfreude. Lieber, Gipfeltour, ja, du hast ein ganz tolles Projekt gestartet im letzten Jahr, du hast sozusagen deine Wurzeln wieder ein bisschen gefunden und bist auf die Gipfel gegangen, dort, wo du eigentlich angefangen hast. Was ist das genau? Nein, das stimmt. Die Geschichte war so, dass wir, oder dass ich halt in dem Sinne Gedanken gehabt habe, wieder direkt zu den Leuten zu gehen, dass ich einfach auch die Leute spüre. Das ist schon eine große Bühne, aber nicht so groß, dass die Leute auch zu mir kommen können. Wir haben letztes Jahr 4 Termine gemacht. Wir sind jetzt gerade beim Abschließen von der Gipfeltour 2017-18. Beginnen werden wir im 2. Jänner in Hinterglemm. Wir werden dieses Jahr auch in Frankreich spielen, auch in der Schweiz und so. Also wirklich geile Geschichten. Ich bin echt, echt happy. Aber du hast viel zu tun. Ein großes Jahr. 2018 gehst du auch mit deinem Album auf Tour. Du füllst Hallen. Ich glaube, Silbereisentour. Du machst wahnsinnig viel. Ja, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Bin auch sehr, sehr dankbar darüber, weil einfach auch, ich bin jetzt knapp 20 Jahre unterwegs und das ist echt, echt wahnsinnig lang für das, für den Job grundsätzlich. Ich bin sehr, sehr glücklich damit und extrem dankbar. Und jetzt sag nur einmal, du bist kein großer Österreicher. Der Anton aus Tirol, können wir den nur anstimmen? Machst du das nur? Wollen Sie das nur hören? Ja. Ich glaube schon, oder? Ha? Das war der erste große Hit. Der erste große Hit. Vielleicht können wir den kurz hören. Gehst du? Ja. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der meine gigaschlanken Wadels sind der Wahnsinn wie die Madeln, meine Figur. Der Natur. Ich bin so stark und auch so wild. Ich treibe es eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schreien die Hosen SOS und wollen den Anton. Hey, wenn ich das noch sagen darf, ich freue mich total auf die 2. Jännerwoche. Premiere, Gipfeltour in Hinterglemm beim Toni. Danke. Es ist super. Es ist du bist auch ein alter Fuchs und ein Profi. Nein, ich bin so, weil, mich das einfach, weil ich das so toll finde. Weißt du? Weil ich das so toll finde, weil es einfach, dass ich das da machen darf, die Amore machen darf, dass ich heute da bin. Ich bin das erste Mal da. Ich mein, die ganzen Österreicher sind vielleicht 50% da gewesen. Ich müsste echt da herfahren, weil es ist so wahnsinnig schön. Aber dass ihr das sagt mit unterwegs in Österreich, ist perfekt. Das Gute ist, wir kommen eh zu Ihnen auch nach Hause, weil wir sind jeden Tag an einem anderen Ort. Mit unterwegs in Österreich, guten Morgen Österreich, daheim in Österreich, wir sind on Tour. Ich danke dir, ein großer Österreicher, schön, dass du da warst. DJ Ötzi, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Ich darf an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt noch eine schöne Geschichte erzählen eines jungen Mannes, der in Österreich seine Heimat gefunden hat. Er kommt aus Ghana und er zaubert den Salzburgerinnen und Salzburgern ja sozusagen täglich ein Lächeln auf ihre Lippen.
Salierratzak in seinem Element. Er ist Obusfahrer in der Stadt Salzburg und stolz auf das, was er tut. Es war für ihn nicht einfach, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber jetzt ist Salzburg für ihn daheim. Salzburg gehört zum schönsten Bundesland Österreich. Und Salzburg ist sehr toll, muss ich ehrlich sagen. Manche Leute sagen, ja, Salzburg ist so oder ist so. Man muss anpassen. Man muss mit Leuten reden, man muss mit Leuten unterhalten. Man muss Kontaktaufnahme, weil vom Nicht kommt nicht. Ich komme von ganz woanders her und manchmal war es außer schön. Doch nach und nach haben wir uns gefunden, doch jetzt sind wir ganz tief verbunden. Seine Freunde nennen ihn Sally. Regelmäßig treffen sie sich in der Freizeit zum Musik machen. Und Sally hat für seine persönliche Hymne auf Salzburg sogar Dialekt gelernt. Daheim ist daheim. Ich fühle mich wirklich wie daheim. Nicht, dass es Wörter oder ich sage nur einfach so, sondern es liegt wirklich in meinem Herzen. Immer wieder wird Sallys Salzburg-Song bei diversen Integrationsveranstaltungen gespielt. Musiker aus den verschiedensten Kulturkreisen haben ihn gemeinsam erarbeitet. Kein Zweifel, Salih Razak ist in seiner neuen Heimat angekommen. Österreich ist also die Heimat vieler unterschiedlicher Menschen. Österreich, dieser kleine Fleck auf der Landkarte, ist aber auch ein Fleck und ein Land, wo in wirtschaftlicher Hinsicht viel Großartiges passiert. Und damit meine ich jetzt nicht nur die großen Firmen, die international tätig sind, sondern ich meine jene Gäste, die wir heute auch eingeladen haben und die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Zum Beispiel eine der besten Floristinnen des Landes, Jennifer Meyer aus der Steiermark. Du vertrittst Österreich bei den Floristen-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi. Ein paar Wochen ist es noch soweit. Ganz ehrlich, schon ein bisschen nervös? Ja, ich bin schon sehr nervös, aber ich freue mich sehr darauf. Was wird dort auf dich warten? Was macht man bei einer Floristen-Weltmeisterschaft? Welche Aufgaben kommen da auf dich zu? Ganz viele verschiedene Aufgaben. Im Großteil kriegt man Überraschungsarbeiten. Da bekommt man einen Brief, da steht die Aufgabe auf Englisch erklärt und diese Aufgabe musst du in einer gewissen Zeit erfüllen. Okay, und da macht man dann Blumensträuße oder? Unter anderem Brautsträuße, Raumdekorationen, Kränze, Körperschmuck, ganz viele verschiedene Sachen. Gibt es da irgendetwas Österreichisches, was du dort dann in Abu Dhabi herzeigen wirst oder musst du dann spontan reagieren? Man reagiert spontan, aber grundsätzlich würde ich gerne die österreichische Floristik ein bisschen in Abu Dhabi herzeigen. Was macht sie aus, die österreichische Floristik? Die locker gebundenen Sträuße, so wie ich hier in der Hand halte. Sehr gut. Und du hast gesagt, den darf man auch nicht auf den Tisch stellen, sonst? Sonst werden die Blüten gequetscht. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen halt noch ein bisschen durch. Vielen Dank an Jennifer Meyer. Dann wechseln wir von der Steiermark nach Oberösterreich zu Johann Hammerschmidt, Chef und Erfinder dieser Geräte hier, eines Elektromotorrades mit dem Namen Johammer. Ein selbstgebautes Elektromotorrad. Wann kam die Idee und warum? Also wir haben 2005 gesehen, dass große Umbrüche beginnen in der Automobilindustrie, in der Mobilität ganz grundsätzlich und Energieversorgung. Und so haben wir uns Gedanken gemacht, wo werden wir uns in Zukunft betätigen. Und dann haben wir eben nach einer langen Zeit der Sondierung um 2010 mit diesem Projekt begonnen. Das hätte ich heute sehr gut brauchen können. Schade, dass wir uns jetzt kennenlernen. Apropos Reichweite, wie weit fährt denn das Ding? Das ist ja bei E-Mobilität so immer das Kriterium. Ja, das ist ein wesentliches Kriterium. Johammer fährt 200 Kilometer weit, okay. Jedenfalls. Es geht auch mehr. Ja. Es kommt immer ein bisschen auf die Fahrweise drauf an, aber jedenfalls 200. Da hätte ich hin und her fahren können ein paar Mal heute. Jetzt denke ich mir, ist die ganze Welt irgendwie dahinter, E-Mobilität zu forcieren, auszubauen? Wie leicht oder schwer ist es da von Österreich in diesen Markt einzusteigen? Das ist super schwierig. Es ist wirklich ein unheimlicher Knochenjob, braucht wahnsinnig viel Ausdauer. Und Österreich ist vielleicht da nicht das typische Beispiel für sowas. Also da sind Länder wie Holland oder Schweiz, also die typischen Nicht-Automobilländer, sind viel, viel weiter vorne, weil es einfach diese Beharrungskräfte der Industrie nicht so gibt. Ja.
Dann wünschen wir trotzdem viel Ausdauer und viel Durchhaltevermögen. Vielen Dank für den Besuch, Johann Hammerschmidt mit dem Johammer. Und damit wechseln wir die Branche wieder komplett und kommen zu unseren Gästen aus Niederösterreich. Sie sind in Ihrer Branche nicht nur erfolgreich, sondern auch Weltmeister. Ich darf Ihnen die Familie Dormeier, Franz, Margarete und Markus recht herzlich vorstellen. Sie sind Weltmeister im Blunzen machen. Blutwurst machen. Ich habe nicht gewusst, Franz, dass es darin eine Weltmeisterschaft gibt. Wie läuft das ab? Ja, in Frankreich ist jedes Jahr im dritten Wochenende im März veranstaltet die Bruderschaft der Blutwurstritter. Das ist diese Medaille, die man bekommt? Nein, das ist eine Mitgliedsmedaille, die eigentlich jeder beantragen kann. Und die veranstalten dort eine Weltmeisterschaft, wo aus fast allen Ländern, die Blutwurst erzeugen, Produkte eingesandt werden und anonym beurteilt. Und aber ist die Blutwurst was typisch Österreichisches? Eigentlich nicht. Die Blutwurst ist eigentlich eine völkerverbindende Sache. Sie kommt aus Mesopotamien. Griechenland ist die ältest dokumentierte Wurstsorte der Welt. Aber die österreichische ist die beste anscheinend. Also das ist ja oder die Weltmeisterblutwurst. Was unterscheidet die jetzt da von den aus anderen Ländern? Warum ist die beste? Es ist auch ein bisschen ein Glück dabei gewesen. Ja. Und wir Österreicher haben, jedes Land interpretiert das Produkt so, wie das Land ist. Und wir mit unserem klassischen Schmäh und mit unserer Lebensweise haben da das auch im Produkt drinnen und konnten das eben rüberbringen. Ja. Sehr gut. Und wie ich schon gehört habe, die Blutwurst war erst der Beginn. Euer Plan ist jetzt die weltbeste, und jetzt machen wir die Bayern ein bisschen neidig, Weißwurst zu machen. Wie schaut es da aus? Ja, die haben wir schon gemacht. In Belgien, ja. Habe ich den Cup international gewonnen gehabt mit der Weißwurst. Bin ich sehr stolz, dass ich in die Fußstapfen vom Vater treten kann, dass ich schon ein bisschen was gelernt habe. Das ist sensationell. Die weltbeste Blutwurst, eine der besten Weißwürste. Gratulation im Nachhinein und vielen Dank für den Besuch. Extra aus Niederösterreich angereist hier auf die Franz-Josefs-Höhe. Vielen Dank. Also, Sie sehen, Österreich ein kleines Land, das aber viel zu bieten hat. Und damit weiter zu dir, Eva. Ja, ich danke dir, lieber Lukas. Und neben mir haben weitere große Österreicherinnen und ein großer Österreicher Platz genommen. Ich freue mich sehr. Eva Lind. Sepp Forcher, schön, dass Sie da sind. Und wir möchten mit Ihnen beiden sozusagen die beiden Enden der Kulturbotschaften sozusagen abdecken. Sie sind Opernsängerin. Sepp Forcher, ich glaube, niemand assoziiert Österreich so stark mit Ihnen, wie ich das tue. Jeder macht das eigentlich. Das ist, Sie kennen Österreich wie eine Westentasche, oder? Gott sei Dank kann ich nicht singen. Das stimmt doch gar nicht. So, wir müssen die neidig werden. Ja, schau. Weil so eine schöne Stimme bringt denn ihr zusammen. Jeder hat andere Talente. Die Stimme ist es, die Sie auf die Bühnen der Welt gebracht hat, Eva Lind, und immer noch bringt. Was ist denn eigentlich im Ausland? Wie werden wir denn da gesehen als Österreicher und Österreicherinnen? Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht? Ja, das Schöne ist, dass man als Österreicher, Österreicherin auf so viele Themen angesprochen wird. Also Österreich ist natürlich bekannt für den Tourismus, für die wunderschöne Natur, die Landschaft, die Kultur, das Musikland Österreich und die österreichische Küche. Das ist immer ein großes Thema. Das heißt Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn, Salzburger Nockerl, Schnitzel, Gulasch. Okay. Also man staunt immer wieder, was die Leute alles kennen. Von Japan, China, Korea bis Amerika. Es ist toll. Lauter gute Sachen, Herr Forcher, die Sie eigentlich im Zuge Ihrer Arbeit kriegen, essen können. Sie gehen ja, Sie kommen ja viel herum in dem Land. Mein Gott, ich bin ein Mensch, ich bin nicht umsonst so alt geworden. Ja. Ich mag die schönen und guten Dinge im Leben. Und da gehört natürlich in Österreich auch die Landschaft dazu. Ich bin jetzt mal hochbeglückt, wenn ich den Glockner anschauen kann. Und jetzt fällt mir so ein Gleichnis ein, das Sonne fängt an untergehen und so geht es halt mit unserem Leben auch. Aber bevor es soweit ist, schickt man noch starke Strahlen aus. Schön ist das. Haben Sie ein Lieblingsplatz in unserem Land eigentlich? Mein Lieblingsplatz war lang der Gipfel vom Großglockner. Da war ich 32 Mal oben. Aber es hat andere Berge auch gegeben, wo ich gern oben war. Vielleicht nicht so oft, aber gern. Was assoziieren Sie mit Heimat, Eva Lind? Was ist für Sie Heimat? Heimat ist meine Heimat Tirol, die Berge. Also wenn ich länger keine Berge sehe, dann wäre ich ganz traurig. Und ja, wo Menschen sind, die mich verstehen, mit denen ich mich verstehe, wo ich mich einfach wohlfühle. Und das ist hier so. Warum brauchen wir
auch so unbedingt Wurzeln? Warum besinnen wir uns auch gerne auf unsere Heimat, auf unser Zuhause hervor? Haben Sie dafür eine Erklärung? Über das zerbreche ich mir nicht so den Kopf. Wurzeln hier oder her, ich muss mich wo wohlfühlen und das Gefühl kann man dann verwurzelt nennen. Aber es ist ganz wurscht, wo das ist. Es muss nur was Gescheites am Tisch sein. Ah, jetzt haben wir nichts serviert. Das ist mal ein bisschen unangenehm. Was hätten Sie denn gern? Vielleicht kann ich was organisieren. Ein paar Speckbrot hätte ich gesehen. Ich bin im Verruf eigentlich, weil ich sage, ich esse gerne ein fettes Surbratl mit Sauerkraut und Knödel. Ich trinke gerne einen grünen Weltliner, ich habe gerne einen Most, ein Bier, also alles, was gut ist, mag ich. Und eine schöne Frau schaue ich gerne an. Eva Lindy, kriegen Sie dann Hunger, wenn Sie diese Speisen hören? Ja, ich gehe jetzt gleich was essen. Sagen Sie so, was ist da? Essen Sie gern Kasspatzeln oder gehen die dann ab? Ja, Kasspatzeln, ja, auf das freue ich mich schon immer. Das Erste, was ich dann esse, wenn ich heimkomme. Ja. Wieso wissen Sie das? Naja, haben wir gedacht, als Tirolerin, da bleibt man seiner Speise treu, oder? Aber wenn man so wie Sie so viel unterwegs ist, ja, ist wahrscheinlich der Begriff Heimat gleichermaßen wie Sie, Herr Forcher, der sich so viel auch hier beschäftigt mit all unseren schönen Sachen und Orten. Aber kriegt das dann eine größere Bedeutung, wenn man weit weg ist von zu Hause? Ich habe eigentlich mit den Jahren erst schätzen gelernt, wie schön es bei uns ist. Wenn man jung ist, will man ja hinaus und alles kennenlernen und findet alles spannend. Aber ja, vielleicht ist das auch ein Anzeichen, dass man älter wird, dass man einfach, ich bin so glücklich, wenn ich wieder nach Hause komme und einfach in diesem wunderschönen Land leben darf. Und wenn man einmal aus den Bergen kommt, glaube ich, mag man da, wie gesagt, nicht mehr weg. Man sucht die dann immer wieder. Ganz gell? Genau. Herr Forcher, bei Ihnen ja auch. Ich meine, Sie waren ja Hüttenwirt. Ja, für mich ist das schönste Arbeit, ist heimgekommen. Ja. Ich kann ganz gleich, wo ich bin. Aber ich beeile mich mit dem Heimfahren. Schau. Aber das hat wahrscheinlich viel mit Ihrer Frau zu tun, oder? Kann das sein? Ja, oder mit der Familie? Nein. Es ist einfach das Gefühl, ich habe früher bin ich viel Bergsteigen in die Westalpen und überall. Und ich habe immer gesagt, wenn ich über den Brenner gefahren bin, die grünen Wiesen, die Lerchenwälder, auf einmal geht da halt das Herz auf. Österreich ist ein Land, das das Herz aufmacht. Für mich und für Sie sicher. Absolut. Ja. Ich bin mir sicher, dass Sie mit diesen Worten viele Menschen berühren, auch mich. Ich danke ganz herzlich. Schön, dass Sie heute bei unserem Sendungsauftakt jetzt. Gefällt Ihnen wahrscheinlich schon eine Sendung, die daheim in Österreich hast? Naja, ich freue mich, dass ihr da herum startet. Ja. Also das ist für mich ein großer Moment, weil ich habe da als Träger gearbeitet. Also es ist auch ein Stück Heimat für mich. Und ich fühle das einfach als Ehre, dass eine neue, große ORF-Sendung das zum Startplatz nimmt. Es gibt keinen besseren in Österreich. Darum haben wir uns ausgesagt. Ich danke vielmals. Eva Lindy, wir sehen uns morgen früh noch einmal. Sie sind eine Frühaufsteherin. Ich freue mich sehr. Sie kommen morgen zu Guten Morgen Österreich. Ich hoffe, Sie machen das auch. Wir bleiben auf der Franz-Josefs-Höhe und morgen ab 6.30 Uhr, da wird dann gesungen. Mit Eva Lindt. Danke für diesen Besuch, Sepp Forcher. Eva Lindt, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und jetzt schauen wir weiter hinauf am Berg. Und das tun wir mit technischen Hilfsmitteln. Die Versorgung von allen Hütten, ja, die findet derzeit im Salzburger Pinzgau mit Drohnen statt. Das wird dort getestet. Und das ist eine neue Technologie, ein Fluggerät sozusagen, das eine umweltschonende und kostengünstige Alternative zu den Hubschrauberflügen sein könnte. 3x3 Meter, 16 Elektromotoren. So könnte sie ausschauen, die Zukunft der Hüttenversorgung. Bis zu 100 Kilo soll die Drohne heben können. Die 25 Kilo Gemüse in der Kiste sind ein vergleichsweise einfaches Spiel. Der Prototyp der Lastendrohne kommt aus Lettland. Die jungen Konstrukteure sehen viel Potenzial in ihrer Entwicklung. Die Zukunft für Drohnen ist groß. Wir wollen demnächst schon Leben retten und Feuer löschen. Nächste Woche haben wir Tests mit dem Feuerwehrtechnikhersteller Rosenbauer. Wir üben Feuerlöschen in hohen Gebäuden. Die Drohne hat dann einen Schlauch von unten und kann so das Feuer löschen. Auch die Energieversorgung kommt vom Boden. Daher kann die Drohne in der Luft bleiben, solange sie gebraucht wird. The power coming also up from the ground to the drone. So the drone will be able to firefight for as long as it needs. Zurzeit wird sie noch von Hand gesteuert. In Zukunft soll die Drohne ihre Flüge dann mittels GPS auf vorprogrammierten Routen absolvieren. Die Lastendrohne ist auch für die alpinen Vereine eine Option. Wenn man sich jetzt diese Idee einer Belieferung von Hütten
mit einer E-Drohne anschaut, dann sind einfach viele Faktoren erfüllt, die diese umweltschonende Aspekte berücksichtigen. Und das interessiert uns als Naturfreunde. Und dort wünschen wir uns zukünftig ein Potenzial, dass wir unsere Hütten beliefern können. Nicht nur für hochalpine Hütten sind die Versorgungsflüge interessant. Zweimal pro Woche fährt der Wirt der Pinzgauer Hütte ins Tal, um Lebensmittel einzukaufen. Also für uns war das schon interessant, weil es passiert ja hin und wieder, dass der Weg gesperrt ist durch Forstarbeiten oder durch Lava, wenn einmal runter geht. Und wenn man da das frische Zeug, ein Gemüse und ein Brot und ein Salat vom Birsendorf auffliegen kann, ist das schon eine super Sache. 45.000 Euro kostet der Prototyp der Lastendrohne. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Schwachpunkt sind momentan noch die Batterien, die halten nämlich nur rund 20 Minuten. Und jetzt habe ich so einen großen Moment und jetzt sollte der Lukas bei mir sein. Na, Gott, ich wollte geschafft. Diesen Moment lassen. Okay. Allein wolltest du mich lassen. Künftig muss ich noch einmal sagen, wir beide sind ja, die neuen daheim in Österreich. Ich muss das Handy Moderatoren. Wegtun. Ja, aber wenn da eine App drauf ist. Gerade der Mama geschrieben, ich komme heute später. Es wird wahrscheinlich länger bei uns. Liebe Mama, gewöhne dich an längere Arbeitstage. Genau. Nicht nur aufstehen mit Lukas Schweighofer, sondern jetzt auch in den Feierabend sozusagen gemütlich reingehen. Ein großer Moment in dieser Sendung, Lukas. Weil wir jetzt sozusagen etwas wie eine Hymne präsentieren. Ja, Hymne ist so ein starker Ausdruck. Ich glaube, Hommage an ein sehr, sehr schönes Land, das wir heute von allen möglichen Ecken beleuchtet haben. Hommage an Österreich. Eine Welturaufführung erleben Sie jetzt in daheim in Österreich. Und dieser Mann, der diese Welturaufführung macht, ist jetzt bei uns. Uwe Schmidt, ich freue mich sehr. Servus. Ein herzliches Grüß Gott. Grüß euch. Stolz auf dich. Das ist dein Lied. Warum hast du dir gedacht, schreibe ich das und warum passt das so gut zu uns? Ich wollte in Wahrheit schon ewig ein Lied über Österreich schreiben, eine Liebeserklärung, eine Hommage, so wie du so schön gesagt hast. Aber die Latte liegt ja sehr hoch mit I'm from Austria von Reinhard Fendrich. Ja, es gibt so viel. Ja. Und so schiebt man das immer wieder weiter von sich weg als Künstler und man denkt sich, ich lasse es lieber bleiben. Aber irgendwann kommt der Moment, da setzt man sich dann hin und das war heuer im Sommer, genau genommen vor 4 Wochen. Da habe ich mich getraut, diesen Song zu schreiben. Und jetzt stehe ich da. Ja, auf einmal stehe ich da bei euch und bin stolz auf dich. So hoch oben und wir sind stolz auf den Uwe. Jetzt weiß ich auch, wer mich da so lauthals angefeuert hat heute beim Rauffahren. Das warst du, glaube ich, gell? Das war ich. Ja, Scheiben runter und Lukas, hopp, 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 hopp. Ich hab die kaum erkannt. Dein Kopf war hochrot. Ja, ich auch nicht. Wer überholt mich da auf der linken Spur? Die Ungarn, die Deutschen haben gehupt, aber ich habe mir gedacht, angefeuert, dabei haben sie nur gemeint, fahrt's zu weh. Weg da! Und du hast uns angefeuert, und danke dafür. Und der Steirreiter dich anfeuert. Gell? Das ist sehr, sehr schön, super. Also bevor wir dich gleich singen hören, glaube ich, ist es jetzt auch an der Zeit, hier mal Danke zu sagen, weil diese wunderbaren Menschen, die haben uns heute angefeuert bei unserem Auftakt hier am Großglockner. Geben Sie sich bitte selber mal einen Applaus, geht das? Danke. Wirklich ein großartiger Sendungsauftakt von daheim in Österreich, Lukas. Ich habe gerade da auf den Gipfel geschaut und ja, die Sonne ist gerade untergegangen. Morgen wird sie hier wieder aufgehen. So ist es. Wir sind morgen mit Guten Morgen Österreich ab 6.30 Uhr wieder für Sie da. Lukas, du musst dann einmal früh aufstehen, oder? Kommst du nochmal? Nein, also, okay. Nein, Eva Lind Pause. Kommt zu. Danke. Die Eva Lind kommt zu uns. Reicht. Wir haben viele wunderbare Themen und ich hoffe, Sie sind auch wieder mit dabei. Und unsere letzten Minuten, die gehören jetzt einem großen Sänger, Lukas. Uwe Schmidt. Leg los, der Gipfel, die Bühne und das Mikro gehören dir. Danke, dass Sie mit dabei waren. Uwe Schmidt, stolz noch. Auf dich. Es gibt so vieles, was ich dir längst sagen will. Du bist Land und Heimat, mein Ursprung und mein Ziel. Jeder Tag ist ein Geschenk, ich find mein Platz in dir. Du bist mein Daheim und gibst mir Kraft, wenn ich denn heut verlier. Grenzenlos ist mein Gefühl, für die du schenkst so viel. Vom Storch bis zum Adler, vom Gletscher zum Toll. Vom See bis zum Gipfelkreuz, jeden Berg, jeden Wasserfall. Der Mensch
Mensch ist ein Teil von dir und du gibst dir Amen. Bist stark und bist schwach zugleich, die Aromen im Wind. Ich bin dein Kind, ich will dich kennen, möchte dein Leben spüren, will deine Lieder singen und keinen Moment verlieren. Jeder Tag ist ein Beginn, das Feuer brennt in mir. Komm und halt meine Hand, ich find meinen Weg in dir. Österreich, Heimatland, streust für uns im schönsten Gewand. Grenzenlos ist mein Gefühl, für die du schenkst so viel. Vom Dorf bis zum Morgen, vom Gletscher zum Tor, vom See bis zum Gipfelkreuz, jeden Berg, jeden Wasserfall. Der Mensch ist ein Teil von dir und du gibst dir Amen. Bist stark und bist schwach zugleich, wie Blumen im Wind. Und wenn manche sagen, deine beste Zeit ist schon vorbei, dann war sie für mich, wir leben im Frieden und sind frei. Ja, und ich halt zu dir, ich steh zu dir und ich bin stolz auf. Bis zum Adler, vom Gletscher zum Tor, vom See bis zum Gipfelkreuz, jeden Berg, jeden Wasserfall. Der Mensch ist ein Teil von dir und du gibst dir Amen. Bist stark und bist schwach zugleich. Bist stark und bist schwach zugleich und wie bin stolz auf.